Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Jürgen von kitea.de und heute geht es in diesem Video um Fotos, die in einem Zoo entstanden sind und die Tiere waren so unglücklich hinter einem Zaun, dass der letztendlich in dem Foto stört. Ich möchte heute aus diesem Foto, wo du es hier auf dem Bildschirm siehst, dieses Foto gestalten. Und zwar möchte ich, dass der Zaun mit ganz wenigen Schritten aus dem Foto entfernt wird und das Ganze noch ein bisschen entwickeln. Die Artefakte, die durch das Entfernen von dem Zaun entstehen, möchte ich, so weit es eben geht, in der Unschärfe verschwinden lassen. Deswegen haben wir jetzt hier den vorderen Bereich und auch den hinteren Bereich hier in der Unschärfe und dann soeben die finale Entwicklung von dem Foto. Das Foto ist übrigens 2014 im Karlsruher Zoo entstanden. Das wurde damals noch mit meiner Sony Alpha 65 fotografiert. Und ich denke, das war sogar das Kit-Objektiv. Das kann ich heute dir leider nicht mehr beantworten. Auf jeden Fall mit einer Brennweite von 55 mm und Blende 8 war es, ISO 200. Ich denke, das waren die EXIF-Daten. Ab und zu mal hast du keine andere Wahl, als die Tiere so aufzunehmen, wie die jetzt hier eben aufgenommen worden sind, sodass dieser störende Zaun immer vor dem eigentlichen Objekt ist und du kannst nicht nach links, du kannst nicht nach rechts, du kannst nicht näher ran, deine Brennweite lässt nicht eher zu. Es gibt unzählige Gründe, warum das Foto so entstanden sein kann. Ich muss aber auch dazu sagen, damals war ich in der Fotografie noch lange nicht so weit, wie ich es heute bin. Heute würde ich so ein Bild gar nicht mehr anfertigen. Aber egal, wie gesagt, ich möchte das Foto mit dir jetzt hier aus diesem Bild machen. Doch erstmal der Reihe nach. Ich werde jetzt erstmal alle oberen Ebenen hier komplett löschen. Ich markiere sie alle und ziehe die mir hier auf den Papierkorb. So, das ist unser Ausgangsmaterial und jetzt ist die große Frage hier, wie kann ich die Zäune am besten oder wie kann ich die Maschen von dem Zaun am besten selektieren? Nun, wir können jetzt hier mit verschiedenen Werkzeugen arbeiten. Ich zoome mal ein bisschen näher rein, gehe mal hier so ein bisschen nach oben und werde mir jetzt hier zum Beispiel mal das Bereichsreparaturwerkzeug herholen und mal versuchen, das hier zu entfernen. Mag unter Umständen jetzt hier ganz gut funktionieren, aber wie sieht es denn jetzt hier aus, wenn ich jetzt das Ganze jetzt hier so mache? Könnte auch gehen, aber du siehst es hier schon, ja, hier kommen so ganz komische Bereiche zum Vorschein und die eigentliche Nachbearbeitung dann später wird dann doch relativ schwierig. Deswegen mache ich alles nochmal rückgängig und ich möchte dir jetzt hier eine andere Variante zeigen. Klar könnten wir das Ganze auch stempeln oder mit anderen Werkzeugen versuchen. Ich möchte sie aber auf eine ganz andere Weise realisieren. Und zwar werde ich mir jetzt hier dazu erstmal eine neue leere Ebene anlegen. Ich wechsle hier auf mein Pinselwerkzeug und wechsle hier auf die Vordergrundfarbe Schwarz. Ich werde mir jetzt hier einen Bereich aussuchen. Den hier zum Beispiel werde die Pinselgröße deutlich verringern. Und ich werde hier von vornherein den Pinsel wechseln von die auf rund und hart. Ich zoome weiter rein. Und achte darauf, dass der Pinsel nur ein ganz klein wenig größer ist wie der eigentliche Bereich von dem Objekt, das ich retuschiert haben möchte. Und dann setze ich hier einmal hier oben an. Moment, ich schalte hier scheinbar ein Grafiktablett ein. So, und drücke jetzt die Shift-Taste und setze hier unten wieder an. Somit habe ich hier wirklich eine absolut gerade Linie erzeugt. Denn es kann unter Umständen mal sein, dass die Maschen, die Bereiche nicht hundertprozentig gerade sind, wenn das der Fall sein sollte. Gehen wir mal bloß davon aus, das hier wäre jetzt ein Bereich, der jetzt hier irgendwie schief wäre. Dann gehe ich mit der gedrückten Shift-Taste bis zu dem ersten Bereich und danach gehe ich weiter mit der gedrückten Shift-Taste bis zu dem nächsten Bereich. Und das muss ich jetzt hier wirklich leider alles manuell durchführen, denn die Objekte, die ich retuschiert haben möchte, sind nicht immer 100%ig identisch zu dem nächsten, wo retuschiert werden soll. Deswegen muss ich hier wirklich manuell von Hand arbeiten und auch die Anordnung der Objekte ist nicht immer 100% identisch wie das, wo bereits retuschiert worden ist. Aus dem Grund ist es mir nicht möglich, einfach eine Kopie des vorherigen anzulegen und diese Kopie dann auf den nächsten Bereich anzuwenden. Also nochmal von vorn. Ich markiere mir den ersten Bereich, setze den an und werde mir dann mit der gedrückten Shift-Taste den nächsten Bereich auswählen. Drücke Shift-Taste, Bereich auswählen. Ich setze hier mit dem Pinsel an und gehe hier zu dem nächsten Punkt. Ziehe mir mit der gedrückten Shift-Taste eine absolut gerade Linie nach oben. Gehe hier zum nächsten, drücke wieder die Shift-Taste und setze den nächsten Punkt.
Somit ist die Linie auch wieder hundertprozentig gerade. Hier das gleiche noch einmal. Und hier auch. Und auch hier. Das gleiche mache ich jetzt hier mit der nächsten Zaunstrebe, mit dem nächsten Zaundraht. Ich weiß nicht, wie man das so wirklich sagt, aber ich werde jetzt hier mir den Pinsel noch ein wenig kleiner halten. So. Setz hier an, gehe hier unten hin, drück die Shift-Taste, hab die gerade Linie. Mit dem letzten Ansetzen des letzten Pinselpunktes habe ich ja die erste Markierung schon gesetzt. Drück die Shift-Taste und setz hier unten noch einmal an. Und es ist einfach wichtig, dass du am Ende wirklich alle Bereiche, die du retuschiert haben möchtest, markiert hast. Beziehungsweise jetzt hier in unserem Fall schwarz angemalt hast. So, dann mache ich jetzt hier die Streben erstmal im Schnelldurchlauf für dich alle fertig. Und sobald es wieder irgendetwas gibt, wo du etwas anders machen musst, melde ich mich dann wieder bei dir. So, wir haben jetzt alle senkrechte Gitter von dem Zaun markiert. Und jetzt geht es dann darum, dass wir jetzt hier die waagrechten Objekte von dem Zaun auch noch raus markieren. Hier haben wir so einen Bereich, den müssten wir nochmal gesondert behandeln. Aber ich fange jetzt hier erstmal mit dem oberen Gitter von dem Zaun an. Setz hier an, drück die Shift-Taste und achte wirklich, dass aber auch hier dieser Knubbel von dem Zaun auch wirklich alles schwarz ist. Jetzt gehen wir bis hier hin. Ich werde jetzt den Bereich hier einfach ausmaskieren. So. Und dann hier hin. Und dann hier hin. Und das war jetzt nicht korrekt, weil du siehst es hier schon. Hier habe ich einen Streifen vergessen. Ich gehe das Ganze zurück. Setze hier oben an und drücke die Shift-Taste. Und jetzt ist das hier wirklich alles korrekt maskiert. Das werde ich auch hier nochmals machen. So. Setze hier an und gehe hier rüber. Achte darauf, dass wirklich alle Bereiche voll meiner schwarzen Farbe erfasst sind. Und das Ganze werde ich jetzt hier wieder im Schnelldurchlauf für dich durchführen. Und wenn es wieder irgendetwas gibt, wo du wissen musst, dann werde ich mich bei dir zurückmelden. So, wir sind durch mit der Auswahl, mit den Bereichen, die wir retuschiert haben wollen, dass das Ganze jetzt hier maskiert worden bzw. markiert worden ist. Und jetzt werde ich mir die Ebene hier, da wo die ganzen Markierungen enthalten sind, unsichtbar, also ausschalten. Und mit der gedrückten Steuerung-Taste auf die Miniaturansicht werde ich mir jetzt hier die Auswahl reinholen. Ich wechsle hier auf die Hintergrundebene und gehe jetzt hier auf Bearbeiten auf die inhaltsbasierte Füllung. Solltest du nicht mit der neuesten Photoshop-Version arbeiten und du hast noch eine ältere, dann kannst du jetzt hier mit Fläche füllen. Das genauso versuchen, einfach hier auf inhaltsbasiert umstellen, die Farbanpassung anwählen, das Ganze alles so lassen, wie es voreingestellt ist und dann das durchführen. Ich habe jetzt hier aber die neueste Photoshop-Version, ich gehe jetzt hier auf Bearbeiten. Und dann hier auf die inhaltsbasierte Füllung. Und wenn Photoshop so einigermaßen das Ganze berechnet hat, dann sehen wir jetzt hier schon die Vorschau
Und jetzt hier in der Miniaturansicht sieht es ja schon ziemlich toll aus. Vielleicht gibt es das ein oder andere, wo wir noch nachbessern müssen, aber das ist dann nicht mehr so tragisch. Und ich denke, ich kann das jetzt hier so lassen. Ich kann ja mal ein bisschen reinzoomen. Aber hey, das sieht echt genial aus. Da hat das Werkzeug Photoshop wieder eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ich brauche hier überhaupt keine weiteren Anpassungen hier in den Optionen vornehmen. Das Einzige, wo ich hier wirklich machen muss, denn ich will ja wirklich bis zu einem bestimmten Grad non-destruktiv arbeiten, ich werde das Ganze jetzt hier in einer neuen Ebene ausgeben. Also nicht in die aktuelle Ebene, auch keine, und die Ebene möchte ich auch nicht dupliziert haben, sondern ich möchte wirklich die Ausgabe in einer neuen Ebene letztendlich haben, sodass die Änderungen, die jetzt hier gemacht worden sind, wirklich auf einer separaten Ebene sich befinden. Ich bestätige das Ganze mit OK und lasse mir das Ganze reinrechnen, dauert nicht allzu lange. Und wenn ich jetzt mir jetzt hier mit Steuerung und D den Ameisenpfad ausblende, dann haben wir jetzt hier unser Ergebnis. Und ich muss schon sagen, vielleicht ein paar Kleinigkeiten, aber so ist es doch wirklich perfekt. Ich zoome mal ran, damit wir das Ergebnis wirklich genau sehen. Ich werde es mal hier nochmal mit einblenden. Da waren unsere Streifen. Und wenn wir uns das hier so angucken, okay, hier ist ein bisschen was. Aber das sieht letztendlich dann niemand mehr. Hier an dem Gras könnte man vielleicht noch ein bisschen was retuschieren. Hier, also der hier, der ist sehr auffällig. Aus dem Grund werde ich mir nochmal eine weitere neue Ebene anlegen. Und das ist jetzt hier meine Retusche-Ebene. Da werde ich jetzt hier mit dem Stempelwerkzeug so verschiedene Bereiche wieder reinstempeln, wie zum Beispiel das Gras hier. Ich werde mir hier einfach was aufnehmen und das Ganze hier ansetzen. Tata. Und es ist das hier vollständig. Es würde das jetzt in dem Stil nicht mehr so stark auffallen. Das gleiche ist auch hier unten. Ich würde mir hier nochmal ein Ding schnappen und das jetzt hier versuchen, so einigermaßen zu vervollständigen. Klar haben wir jetzt hier Wiederholungen drin, aber die sind dann so gering, die fallen letztendlich niemandem mehr auf. Auch den hier so ein bisschen vervollständigen. Und ich denke, das ist super soweit. Jetzt hier der hier, den könnte man komplett rausnehmen, weil der stört hier eigentlich nur. So, genauso wie den hier, weg damit. Und wenn ich jetzt hier auf eine normale Bildgröße reinzoome, dann passt es für mich. Das fällt letztendlich wirklich nicht mehr auf. So, gut, dann bin ich jetzt aber hier in den ganzen Gräsern und auch hier im Vordergrund nicht wirklich penibel genau alles nachstempeln muss, dachte ich mir, okay, komm, ich werde das Ganze jetzt hier mit einer Unschärfe versehen, sodass hier im Vordergrund irgendwelche Fehler aus diesem inhaltsbasierten Füllen überhaupt nicht mehr auffallen können. Dazu werde ich mir eine komplett neue Pixel-Ebene gestalten, Steuerung Alt Shift und E, und diese Pixel-Ebene werde ich zu einem Smart-Objekt konvertieren. Das geht ganz einfach, indem ich jetzt hier und entweder mit der rechten Maustaste hier reinklicke und sage, zum Smart-Objekt konvertieren oder eben hier oben über Filter für Smart-Filter konvertieren. Das sind beides die gleichen Funktionen, man erreicht sie nur auf andere Wege. Mit einem Smart-Objekt habe ich die Möglichkeit, jeglichen Filter, der darauf läuft, im Nachhinein noch einmal zu verändern. Ganz egal, welche Werte ich eingestellt habe, ich kann da jederzeit wieder ran. Das wollen wir jetzt auch machen. Ich gehe hier oben auf Filter und hier in die Weichzeichner-Galerie. Und dort befindet sich der Filter-Tilt-Shift. Und den finde ich eigentlich gar nicht schlecht für dieses Vorhaben. Es ist nur so, er ist komplett horizontal und ich möchte ihn ja eigentlich ja hier so im Bild haben. Gar kein Problem, ich gehe hier über diese blaue Markierung, dann ändert sich mein Mauspfeil zu so einem kleinen Bogen und dann kann ich den hier problemlos in diese Position drehen, wie ich ihn haben möchte. Und ich denke, so gefällt er mir schon ziemlich gut. Ich möchte das Ganze aber noch ein bisschen stärker auslaufen lassen, ungefähr so. Und auch hier bei dem Bereich möchte ich es noch ein ganz klein wenig stärker auslaufen lassen, ungefähr so. Ganz grob, um es zu erklären, hier in diesem Bereich ist keine Unschärfe. Das ist wie so ein Verlaufsfilter aus Lightroom, kennt man ja. Und dann in dem Bereich bis da wird es dann immer etwas stärker, je weiter zu dem Rand man hinkommt. Und ab dem Rand ist die Unschärfe, die ich jetzt hier einstelle, am stärksten. Und ich kann es das Ganze mal demonstrieren, wenn ich jetzt dieses Ganze mal so ein bisschen übertreibe. Mit dem Weichzeichnen hier, ich gehe mal hier auf ja, 173 Pixel, dann siehst du, okay, hier ist alles scharf und von dem Bereich bis zu dem Bereich wird es dann eher so langsam unscharfer und hier hinten ist dann wirklich alles unscharf. Es gefällt mir die Position noch nicht so ganz. Ich würde das Ganze nochmal ein bisschen verrücken wollen, ungefähr so. Und aber auch den Bereich möchte ich noch ein bisschen weicher auslaufen lassen, so vielleicht. Und auch den hier noch ein klein wenig weicher auslaufen lassen, so.
Natürlich sind es die 163 Pixel viel zu stark. Deswegen gehe ich hier zurück und auf ungefähr, ja, so auf. Wir gehen hier auf 40 Pixel. Da gibt es jetzt hier keine goldene Regel. Das ist jetzt einfach alles nur noch Geschmackssache, wo ich jetzt hier in das Bild integriere. Und ich werde das Ganze mit OK mir ins Foto reinrechnen lassen und wir schauen uns das Ergebnis dann einmal genauer an. So, ich kann das Ganze jetzt hier mal ausblenden. So sah das Foto ohne diese Unschärfe aus. Jetzt habe ich jetzt hier in dem Bereich und in dem Bereich eine schöne, feine Unschärfe. Hier vorne muss ich noch ein bisschen was tun. Das ist mir alles zu hell hier im vorderen Bereich. Das muss dunkler werden. Der Blick soll am Ende nur auf die Löwen geleitet werden und nicht hier von dem Vordergrund oder von diesem Hintergrund abgelenkt werden. Als nächstes werde ich einen weiteren Filter auf mein Smart-Objekt legen, und zwar, wer mich jetzt schon länger verfolgt, kennt es, ich arbeite sehr, sehr gerne mit der Nik Collection, mit dem Color Effects Pro 4 Filter. Als erstes werde ich mir hier den Pro-Kontrast-Filter reinziehen. Und da gehe ich, beim Pro-Kontrast stelle ich jetzt erstmal standardmäßig immer den dynamischen Kontrast auf 50. Den Kontrast korrigiere ich mit 25, also genau die Hälfte zu dem eigentlichen unteren Wert. Und dann mit dem Farbstich entfernen, müssen wir mal gucken, was mir dann am besten gefällt. Das wäre jetzt komplett entfernt. Das wäre eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ich denke, ich lasse ihn ungefähr hier so. Was mir jetzt dann aber nicht so gefällt, ist das Blaue hier unten. Diese blauen Spiegelungen vom Himmel möchte ich noch raushaben. Kriegen wir aber raus, ist ja gar kein Problem. Dann möchte ich auf Hinzufügen gehen. Ich möchte mir jetzt hier den Skylight-Filter noch hinzuziehen. Wenn ich den jetzt hier von 20 auf 100% ziehe, dann siehst du, was der macht. Der gibt dem Bild einfach noch ein bisschen mehr Pep rein. Und ich gehe jetzt hier wirklich nur auf 30%. Ziehe jetzt aber allerdings hier aus den Unschärfen den Filter bereits ab. So, kann jetzt hier verschiedene Minuspunkte setzen. Und dann sind die Bereiche, die ich nicht haben möchte, abgezogen. Ich kann jetzt mir auch die Größe von dem Punkt hier mit der gerückten Alt-Taste und hier auf dieses kleine Plus einfach größer anlegen. Dann ist der Bereich hier komplett abgezogen. Wir vergleichen das Ganze nochmal. So sah das ohne Skylight aus, so ist es mit Skylight, ohne mit. Und vielleicht, wenn man das so ein bisschen mit ohne mit vergleicht, erkennt man auch, okay, es ist eventuell ein bisschen zu stark. Ich gehe es hier dann tatsächlich nur auf 25% runter. Weniger ist dann oftmals dann doch mehr oder es ist 26% sein Spiel, ist auch keine so große Rolle. Gehe auf Hinzufügen und möchte jetzt hier noch das Sunlight direkt auf die Löwen bringen. Aber wobei, nein, ich möchte es dann doch nicht, das gefällt mir dann doch nicht. Ich nehme das zurück und werde das Ganze jetzt hier mit OK bestätigen und mir in mein Smart-Objekt reinrechnen lassen. So, als letzten Filter vorerst einmal werde ich mir jetzt hier noch meinen Kamera-RAW-Filter reinholen. Ich gehe hier oben auf Filter und gehe jetzt hier auf den Kamera-RAW-Filter. Ich möchte die Lichter aber auf jeden Fall nochmal runterziehen, dann den Kontrast ein bisschen rausnehmen. Den Dunst ein bisschen reinbringen, nicht viel, nur ein ganz klein wenig, so um die 10. Weiß, was passiert, wenn ich das ein bisschen, ja, dann kriegt es ein bisschen mehr Glanz, okay. Und Schwarz möchte ich noch ein bisschen runterziehen, okay. Und dann möchte ich jetzt hier vielleicht noch die Dynamik ein bisschen anheben, aber die Sättigung ein bisschen auch nach unten nehmen. Genau, so. Und dann können wir hier vielleicht mit der Dynamik noch ein bisschen nach oben gehen. Perfekt. Was ich jetzt hier noch machen möchte, ist die Farbtemperatur auf dem Tier ein bisschen anpassen. Dazu nehme ich mir einen Radialfilter und ziehe mir den hier so ganz grob mal auf. Versuche es so ein bisschen zu positionieren. Ungefähr so nochmal so ein bisschen zu drehen. Jawohl. Klein wenig abziehen von der ganzen Sache. So. So. Und jetzt kann ich jetzt hier die Farbtemperatur nur in dem Bereich ein bisschen anheben. So kommt dann das Tier noch ein bisschen besser zur Geltung. Die Sättigung muss ich natürlich hier rausnehmen, die wollen wir nicht nochmal extra gesättigt haben. Ich tue es sogar noch ein bisschen entsättigen, ganz klein wenig. Die Struktur vielleicht noch ein bisschen anheben, so, es ist sehr scharf. Und vielleicht noch ein klein wenig mehr von der Farbtemperatur auf 60, finde ich jetzt persönlich gar nicht schlecht. Wie gesagt, das sind alles Geschmackssachwerte, ja, je nach Geschmack. Was dir halt am besten gefällt, kann man das dann so machen oder halt auch lassen. Mir gefällt es so ganz gut. Ich würde das Ganze jetzt hier beenden mit OK. Lass mir das reinrechnen und dann haben wir das aus dem Foto herausgeholt bis jetzt hier erst einmal. Und als nächstes möchte ich das Ganze mit Dodge and Burn gerade mal auch hier in dem Bereich, die hellen Bereiche so ein bisschen absoften. Dazu gehe ich hier auf meine Aktionen und ich habe hier die Dodge and Burn Classic Aktion mir erstellt. Die rechnet mir sofort alle notwendigen Ebenen hinein.
Ich gehe jetzt hier auf die untere Ebene von meiner Dodge & Burn Aktion, sage jetzt hier Auswahl, Farbbereich und gehe jetzt hier auf die Lichter und musst du so ein bisschen die Maske lesen können. Ja, genau, so. So sind es eigentlich hier nur die Lichter in der Löwin weitgehend davon betroffen. Ich sage, okay, blende mir den Ameisenpfad mit Steuerung und H aus und werde jetzt hier mit meinem Pinsel hier über die Löwin drüber zeichnen. So 3-4 Mal. Muss man warten, bis es reingerechnet worden ist. Und irgendwann mal erkennt man hier unten ganz leicht auch eine Maske, die sich erstellt, wenn man das mal vergleichen möchte, ohne mit. Also man sieht es hier im Video vielleicht nicht so, aber hier auf meinem Foto sehe ich es ganz leicht. Ich werde es hier nochmal ein bisschen übertreiben, sodass du auch was erkennen kannst. Jetzt siehst du auch hier schon so ganz leicht, wie die Maske so entsteht, ohne mit. Also hier in dem Bereich hier oben sieht man es ganz gut. Ich mache es noch einmal ohne mit. Okay, jetzt habe ich jetzt hier die hellen Bereiche ein bisschen heller gemacht. Jetzt muss ich aber im Gegenzug die dunklen Bereiche auch ein bisschen dunkler gestalten, damit wir diese Plastizität in das Foto hineinbekommen, dieses Dreidimensionale. Dazu gehe ich jetzt hier auf die obere Ebene von meiner Dodge & Burn Aktion, wechsle jetzt hier von dem Abwedler in den Nachbelichter, drücke STRG und D, damit die aktuelle Auswahl aufgehoben wird und gehe hier wieder auf Auswahl, Farbbereich und wechsle hier von den Lichtern in die Tiefen. Und auch da muss man sich so ein bisschen gucken, wie ist die Maske aufgebaut. So finde ich es ganz gut. Und ich muss das Ganze jetzt hier mit OK bestätigen. Blende die Ameisen wieder aus und würde jetzt auch hier mit dem Pinsel hier einfach 3-4 Mal drüber zeichnen. Bis man auch hier wieder was erkennt. Ich glaube, man sieht schon sogar so ein bisschen was. Ich blende es mal aus. Ja, man sieht hier schon, wie sich das verändert. Auch hier vorne möchte ich das Ganze deutlich abgesoftet haben. Klar kommt noch eine Vignette drüber, aber wenn dann hier weniger stört, ist das schon ganz okay. Vielleicht noch einmal hier über die Löwin drüber. Ich zeige dir mal das ohne Dodge & Burn, ohne mit. Man sieht eine deutlichere Plastizität im Tier. Es sieht wirklich deutlich dreidimensionaler aus. Was mich jetzt hier unten so ein bisschen stört, ist der Bereich. Den kann ich mir aber jetzt hier über dem Ordner, wo ich hier angelegt habe, mit einer neuen Maske ausmaskieren. Dazu drücke ich die STRG und D-Taste, damit die aktuelle Auswahl aufgehoben ist. Gehe hier unten auf das Maskensymbol, bekomme hier eine weiße, kleine Maske, wechsle auf mein Pinselwerkzeug und gehe nämlich die Vordergrundfarbe schwarz. Mache das Pinselwerkzeug ein bisschen größer und auch weicher. So. Und werde jetzt hier einfach das Ganze mit einer schwarzen Vordergrundfarbe rausholen. Also zurückholen, ja? So. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Perfekt. Als nächstes möchte ich jetzt von hier mir die Luminanzmasken reinladen. Dazu klicke ich hier auf meine Luminanzmasken erstellen Aktion. Das dauert einen ganz kurzen Moment. Und sobald die dann geladen sind, befinden die sich hier in den Kanälen. Dort werde ich jetzt hier in den Kanälen, werde ich jetzt hier auf die Lichter 1. Ich drücke mal die STRG-Taste dazu und auf die Miniaturansicht oder auf die Lichter 2. Ich denke, ich gehe hier auf die Lichter 2, die möchte ich bearbeiten. Also wähle ich mir STRG mit gedrückter STRG-Taste und einen Klick auf die Miniatur aus. Gehe hier auf die Ebene, gehe hier auf die oberste Ebene und gehe jetzt hier auf die Korrekturen und hole mir jetzt hier eine Gradationskurve her. Dann werde ich mir jetzt hier so ungefähr in der Mitte den Punkt hier schnappen und ein bisschen nach unten ziehen. Ungefähr, ja, das reicht hier auch schon. Vielleicht noch ein bisschen, ein klein wenig mehr. So hat es mir ganz gut gefallen. Aufhellen brauche ich in dem Fall nicht, aber was ich jetzt hier noch machen möchte, ich möchte mir noch die Mitteltöne reinholen und ich werde auch die hier oben drüber schieben. So, dann gehe ich hier wieder auf die Kanäle und gehe jetzt hier auf die Mitteltöne 1, drücke die STRG-Taste, bestätige hier die Warnung mit OK, gehe hier auf die Kurven, gehe hier oben auf die Korrekturen und hole mir eine weitere Gradationskurve her und hier siehst du schon die ganze Maske, wie sie erstellt worden ist und ziehe mir jetzt hier die hellen Bereiche ein bisschen heller und die dunkleren Bereiche ein klein wenig dunkler. Vielleicht nicht so stark und eventuell gehe ich jetzt hier aber auch in die Rottöne rein und möchte die ein bisschen absoften. So, wir machen mal einen Vorher-Nachher-Vergleich, so einen Zwischenvergleich. Außerdem sind wir, mit dem Foto sind wir gestartet. Das habe ich bis jetzt daraus gemacht.
So, im Groben und Ganzen sind wir jetzt eigentlich auch schon mit der Bearbeitung durch. Was ich jetzt noch reinzeichnen möchte, wäre eine Vignette. Du kannst jetzt die Vignette auf ganz unterschiedlichen Arten dir in das Bild ziehen. Entweder hier mit einem Verlauf von dunkel zu hell, von unten nach in das Bildzentrum und von oben hier so schräg rein. Ebenfalls, du kannst ganz klassisch über Kamera-Raw machen oder eben mit einer Gradationskurve, wie du eben Lust hast. Ich mache es ganz klassisch mit dem Kamera-Raw-Filter. Ich werde mir nochmal eine neue komplette Pixel-Ebene reinholen. Bis zu dem Punkt waren wir jetzt non-destruktiv, aber jetzt sind wir nicht mehr non-destruktiv. Ist aber für mich auch kein Problem, weil wenn ich das jetzt hier geändert haben möchte, weil da oben drüber kommt jetzt nicht mehr viel. Ich gehe jetzt hier auf Filter, Kamera-Raw-Filter, gehe jetzt hier auf den FX-Reiter und werde mir jetzt hier die Vignette ein bisschen reinziehen, ungefähr so. Ich möchte die Lichter auf jeden Fall schützen und die weiche Kante soll auch ziemlich groß sein und das kann ich das Ganze noch ein bisschen anpassen. Bisschen weiter runterziehen, so. Oder vielleicht dann doch, genau, vielleicht dann doch so. Und wir können uns dann nochmal mit einem kleinen Trick behelfen, indem ich jetzt hier nochmal eine Maske dran ziehe und mir mit der schwarzen Pinselfarbe jetzt hier oben das rauszeichne. Hier auch, hier unten vielleicht auch. Und es sind einfach die Bereiche hier von der Vignette betroffen und der Bereich ist hier eben nicht mehr. Was mir dazu genau stört, ist jetzt hier dieser Blauton, den möchte ich jetzt noch rausholen. Dazu gehe ich jetzt hier nochmal auf meine Korrekturen. Hol mir eine Farbtonsättigung rein. Wähle mir hier den Blaubereich aus. Also muss ich ein bisschen näher ranzoomen. Hier haben wir so dieses hässliche Blau. Nimm hier dieses Werkzeug, nimm hier dieses Handwerkzeug und hol mir jetzt hier diesen Blauwert raus. Den werde ich jetzt hier deutlich vergrößern. So. So, und auch den Bereich möchte ich hier ein bisschen vergrößert haben, so, und den da. Und jetzt versuche ich mir erstmal die Färbung von diesem Blau so mehr ins Rotbraune zu ziehen. Genau so. Zieh mal ein bisschen das Ganze runter. Und es sieht schon deutlich besser aus. Jetzt werde ich die Sättigung noch ein bisschen runternehmen. Genau so, jetzt ist das Blaue hier weg. Stört mich jetzt nicht mehr, weil wir haben jetzt hier kaum Blauwerte im Foto drin. Von daher spielt es überhaupt keine große Rolle. Gefällt mir jetzt so auf jeden Fall deutlich besser. Zum guten Schluss möchte ich mir jetzt noch mein Foto so ein bisschen nachschärfen. Zumindest die Löwin. Aus dem Grund brauche ich eine partielle Schärfung und keine Schärfung auf das komplette Bild, weil es bringt absolut nichts, wenn ich jetzt hier die unscharfen Bereiche versuche zu schärfen. Dafür habe ich hier eine Aktion, die heißt Detailschärfen wie die Profis Teil 2. Die werde ich jetzt hier anwählen und jetzt muss ich hier gucken, ob ich jetzt hier wirklich alle Bereiche unscharf habe. Ich gehe jetzt hier aber auf 10 Pixel, bestätige das Ganze mit OK. Hier in dem Hochpass muss ich auch die 10 Pixel einstellen, bestätige das Ganze mit OK. Und ich kann jetzt mit einem weißen Pinsel mir jetzt hier die Löwin nachschärfen. Ich zeige dir das ganz kurz. So war das ohne Schärfen, so mit, ohne, mit, ohne, mit. Ja, und das soll es heute gewesen sein. Ein kleiner Exkurs, wie man störende Zäune gerade im Zoo oder Wildgehegen dann im Nachhinein doch ganz plausibel wieder losbekommst. Ich denke, wer das nicht weiß, dass da mal ein Zaun gewesen ist, der erkennt das mit Sicherheit nicht. Das war's heute von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben, da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video von mir verpassen. Abonniere jetzt meinen Kanal. Folge mir auf Facebook, folge mir auf Instagram. Alle URLs dazu befinden sich in der Videobeschreibung. Teile dieses Video mit all deinen Freunden und empfehle mich weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Mach's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.